Ja, ciao. Schön, dass du hier bist. Willkommen in meiner ersten Sprechstunde rund um agile Krankheitsbilder. Meine erste Sprechstunde heißt oder bedeutet auch, dass ich hier mit Videos und Podcast erstmalig so in so einer Findungs- und Übungsphase bin. Das heißt, es wird sicherlich noch ein bisschen holpern. Aber das kriegen wir schon hin. Ich habe also keinen Anspruch hier auf Hightech und Hochglanz-Videos und Podcasts, sondern es geht eher so in die Anlehnung an Minimal Viable Products oder Work in Progress, dass ich hier mich auf die Inhalte, auf deine Themen konzentriere. Ja, wenn du das Ganze hier als Video anschaust, wirst du sehen, dass ich manchmal hier vorne hinschaue. Da habe ich mir einfach ein paar Stichpunkte notiert und so eine Art rote Faden, damit ich nichts vergesse. Kommen wir mal zu den Themen der ersten Sprechstunde. In dem ersten Teil werde ich mich über was bin ich äußern. Das ist angelehnt an die legendäre heitere Berufe-Raten-Show seinerzeit. Ich glaube, mit Robert Lemke war es. Der hatte eine Show, was bin ich? Dann möchte ich dir ein bisschen was zu erzählen. Im zweiten Teil geht es darum, was ist denn überhaupt drin für dich in dieser Sprechstunde? Auch da angelehnt an so einen alten Internet-Jargon, what's in it for you? Und im dritten Teil geht es dann darum, was kannst du nun machen und wie geht es konkret weiter für dich? Ja, kommen wir zum ersten Teil. Was bin ich? Das damalige heitere Berufe-Raten fing immer mit so einer typischen Handbewegung des Kandidaten an, der da zu erraten war. Für dich ist als Videozuschauer einfach mal die typische Handbewegung. So, der eine oder andere wird das dann vielleicht sofort verstehen, wenn er so im thematischen Umfeld unterwegs ist. Das wird gleich aufgelöst. Ja, mein Wahlspruch schon seit Anbeginn meiner beruflichen Tätigkeit. Hobby ist gleich Beruf, Beruf ist gleich Hobby. Das war bisher immer so für mich. Ich konnte es immer zu einer Einheit verbinden, beziehungsweise ich habe nie eine Trennung machen müssen und habe damit auch letztendlich so meine Berufung jeweils herleiten können. Meine Philosophie: Wenn du liebst, was du tust, wirst du nie mehr in deinem Leben arbeiten. Das ist ein Zitat von, ein Spruch von Konfuzius, und er hat sich für mich Zeit meines Lebens bewahrheitet. Ich war also in diesem Sinne des Spruchs immer arbeitslos. Das ist mit Sicherheit ein Geschenk, auch nicht selbstverständlich, wobei ich das auch dir wünsche, dass es selbstverständlich sein sollte für dich. Mein ganz ursprünglicher Traum war es mal, Arzt zu werden, eigentlich sogar Chirurg. Ich habe mich also daran ergötzt, einen Film über Operationen, über Dokumentationen von OPs und solchen Sachen, habe ich mir einfach reingezogen, einen Film am anderen. Sicherlich anfangs jugendlich verklärt, aber ich kann das heute noch sehr gut. Selbst heute beim Abendessen, wenn es so um so eine blutige OP geht, kann ich also locker dabei Abendessen und mich interessiert das ganze Thema. Sicher zum Leidwesen meiner Liebsten dann. Parallel dazu, so wie viele kleine aufwachsende Knirpse, wollte ich Pilot werden. Ich habe dann irgendwann mal es nur bis zum Privatpiloten geschafft. Das Ganze aus einer beruflichen Perspektive hat bei mir nicht funktioniert. Gesundheitlich hat es nicht geklappt. Die sogenannte fliegerärztliche Tauglichkeitsuntersuchung für Berufspiloten habe ich seinerzeit leider nicht bestanden. Ich habe mich dann vor über 35 Jahren selbstständig gemacht im Bereich von Software und Produktentwicklung. Ich hatte das Glück, als 14-Jähriger so circa in der Phase, den damals weltweit ersten Personal Computer in der Schule nutzen zu dürfen, den PET 2001. Viele von euch kennen den vielleicht gar nicht mehr. Später wurde dann so der Commodore 64 daraus entwickelt, aber das war der eigentlich erste Personal Computer. Damit habe ich angefangen, das hat mich inspiriert, infiziert und hat mich letztendlich auch zum Thema Programmierung, Entwicklung, Produktentwicklung gebracht. Auch vor über 25 Jahren habe ich dann irgendwann angefangen, mich als Business Angel und Corporate Angel zu betätigen. Dort begleite ich Unternehmer, Jungunternehmer, Startups, so in ihren vielfältigen Aufgaben. Das heißt, ich habe auf der einen Seite das Thema Produkt- und Softwareentwicklung und auf der anderen Seite
Business Angel, ja, Corporate Angel ist nochmal eine Abwandlung davon. Das ist ein ganz großer Teil, das, was ich so für mich als Berufung definiere. Ich komme aus der sogenannten klassischen Projektmanagement-Welt. Das sind Projekte, die in einer aufwendigen Mehrphasenstufe oder mit mehrphasigen Modellen bearbeitet werden. Die Phasen selber können teilweise extrem lang sein. Man spricht auch heute so vereinfacht, so ein bisschen im Alltagsjargon, synonym, Projekte nach der Wasserfallmethode. Das trifft es nicht komplett, aber das ist halt eine Projekte nach der Wasserfallmethode ist etwas, was man sehr häufig halt vorfindet und das wird auch gerne klassisch beschrieben. Es geht dabei darum, wenn man Projekte nach der Wasserfallmethode, nach dem Modell entwickelt, dass es so eine Wasserfallkaskade gibt, dass man fängt am Anfang mit Anforderungsanalyse und Spezifikation an. Wenn das fertig ist, geht es zum nächsten Abschnitt, zur nächsten Kaskade. Es geht um Systemdesign, Systemspezifikation. Wenn das dann fertig ist, fängt man an zu entwickeln, zu implementieren das Produkt. Das Produkt ist dann irgendwann fertig. Dann geht es in so eine Testphase. Es werden dann so Systemtests gemacht, Integrationstests. Und ganz zum Schluss, wenn das alles erledigt und bestanden ist, geht es um das Ausrollen des Produktes, um das Ausliefern. Und dann schließt sich irgendwann die Wartungsphase. Ja, da gibt es ein spannendes Thema zu. Das sind die sogenannten Change Requests, die CRs. Während dieser langen Entwicklungsphase ändern sich naturgemäß, die Welt dreht sich weiter, ändern sich die Anforderungen des Kunden. Also der hatte irgendwann eine Idee und dann gehen die Monate ins Land, bis das Produkt dann irgendwann mal da ist, gibt es schon wieder neue Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Es ist es so, je später man in der Kaskade einsteigt, umso teurer werden die CRs, weil so eine Änderung, eine Anforderungsänderung muss dann wieder diesen ganzen Wasserfall von vorne an beginnen, wieder durchlaufen. Das heißt, wir haben damals in den Lenkungsausschüssen die CRs natürlich immer sehr kritisch, weil auch aufwendig von Ressourcen und von Budget betrachtet. Und das führt dann irgendwie dazu, dass man sogar so eine Art Ablehnungshaltung dazu entwickelt hat. Also man hat eher so die CRs so reflexartig abgelehnt. Da man sich dann dabei überlegt, dass diese gesamte Wasserfallkaskade durchaus auch mal ein Jahr, zwei Jahre. Ich habe auch Projekte mit 5 und mehr Jahren erlebt, bis dann irgendwann es zur Produktauslieferung kam. Da kann man sich dann sehr gut vorstellen, wie weit sich die Welt inzwischen gedreht hat. Und dass ganz viele Anforderungen und Ideen an das Produkt, die mal vor einem, vor zwei, vor fünf Jahren gemacht worden sind, wenn das Produkt dann auf die Welt kommt und genutzt werden kann, das ist schon nicht mehr das, was man damals brauchte. Ja, man kann insgesamt sagen, in dieser Form ist Wasserfall gescheitert. Das hat auch seinerzeit Winston Reuss, der nach meiner Wahrnehmung, ich weiß es nicht, Empfinder, auf jeden Fall habe ich den das erste Mal gesehen, dass es doch eine Dokumentation zur Wasserfallmethode gab. Die wurde von Winston Reuss formuliert, 1970 so in der Kante, ganz am Anfang, ja. Und der hat damals schon gesagt, das Wasserfallmodell, was er dort skizziert hat in seiner Beschreibung, funktioniert so nicht. Das hat er sehr ausführlich auf den vielen, vielen Folgeseiten auch beschrieben, hat dazu viele weitere Modelle in so einer Grafik beschrieben. Die Krux ist nur, dass die meisten, ja, jetzt ist es zu vereinfacht, aber dass viele Manager halt immer nur bis Seite 2, 3 gelesen haben. Da war dann dieser erste Entwurf des Wasserfalls sehr einfach und einleuchtend. Ja, und den haben halt irgendwie alle genommen, in Anführungsstrichen alle. Und damit leiden wir bis heute, weil das einfach so in diesem einfachst anschaulichen Modell nicht funktioniert. Ja, wir haben also seitdem gekämpft und das ist auch das, was heute noch so die Nachteile des Wasserfalls in sich trägt, dass man nur dieses erste Modell genutzt hat. Ich hatte jetzt eben eingangs begonnen damit, immer mit Leidenschaft ist mein Motto. Und genau seit Anfang habe ich mich halt mit diesem Wasserfallmodell beschäftigen müssen. Das war einfach die Phase, wo ich meine ersten beruflichen Gehversuche gemacht habe. Und dann habe ich genau damit zu tun gehabt. Ja, und das hat dann entsprechend Leiden geschafft. Also bei mir, bei den Kunden, die das Produkt in Auftrag gegeben haben, also die Produktentwicklung, bei den
umsetzenden Herstellern und Dienstleistern, die ja manchmal auch kein Geld mehr dafür bekommen haben, wenn das Produkt nicht das war, was ursprünglich mal beauftragt worden ist. Also eine schwierige Thematik. Ende der 90er, also 1990er, also 1998, 1999, habe ich dann eine Bewegung kennengelernt, die nennt sich bis heute noch Extreme Programming, XP abgekürzt. Das war eine Gruppe von dem klassischen Projektmanagement-Leuten beäugt und wahrgenommen. Das waren eher so Spinner, das waren so Visionäre, Querdenker, Idealisten, Utopisten, wie auch immer. Die haben nur spannenderweise, also für mich jetzt in der Wahrnehmung, weil ich habe es halt für mich dann kennengelernt, unheimlich viele einleuchtende, ja, sagen wir mal, Antworten gehabt oder Verfahren und Gedanken auf meine damaligen Leiden. Bis heute. Da kamen dann so ganz abstruse Sachen. Früher war der Kunde auf der einen Seite und das Entwicklungsteam, was die Produktentwicklung und die Softwareentwicklung gemacht hat, auf der anderen Seite. Jetzt wurde plötzlich der Kunde, das Management, das Entwicklungsteam, wurde zu einer partnerschaftlichen Einheit verbunden. Jetzt mal so ganz bildlich, der Kunde setzte sich quasi auf den Schoß des Entwicklers. Das gab es früher nicht. Ne? Da wurden Anforderungsdokumente über die große Mauer geworfen und da fand nicht mehr besonders viel Kommunikation statt. Inzwischen saßen die auf dem Schoß. Also sie haben tagtäglich miteinander kommuniziert über die Produktentwicklung. Man hat sich explizit von diesen langen, ich sagte eben 1, 2 Jahre, 5 Jahre, von diesen langen Zeiträumen explizit verabschiedet. Man hat ja auch diese großen Wasserfallkaskaden. Man wollte ja so eine Art Planungssicherheit, so eine Pseudosicherheit letztendlich damit erlangen. Und hat dann hinterher erkannt, dass man doch diese Sicherheit gar nicht haben konnte. Man hat jetzt plötzlich das von diesem langen Ansatz in kurze kleine Iterationen zerteilt und hat in den Iterationen so kleine Produktinkremente entwickelt. Das führte dann dazu, dass der Kunde nach einer kurzen Iterationsphase schon bereits auf einen ersten Teil des Produktes zurückgreifen konnte. Es gibt so Ideen wie Make Money Fast. Man konnte also das eingesetzte Produktentwicklungsbudget sehr frühzeitig auch schon nutzen und konnte damit lernen und konnte schon Feedback gewinnen und konnte neue Überlegungen gewinnen und konnte die schon in die nächste Iteration mit einfließen lassen. Ganz schräge Sache von früheren Sachen. Nur wenn man mal genau auf Vincent Reuss, was ich eben zitiert, mal weitergelesen hatte, dann hat er letztendlich so auch schon in diese Richtung weitergedacht, aber es wurde halt nicht praktiziert. Dann kam so eine schräge Sache, dass Änderungen in der Kundenanforderung, diese eben zitierten CRs, Change Requests, die man eher früher so mit so einer ablehnenden Haltung beäugte und begleitete, dass plötzlich Änderungen willkommen waren. Das war das Konzept von Extreme Programming. Heiße selbst Änderungen ganz spät, kurz vor Auslieferung, heißen die noch willkommen. Ganz krude Sache. Dazu mussten natürlich die Entwickler entsprechend befähigt werden. Eine technische und fachliche Exzellenz musste aufgebaut werden. Man musste dem Vertrauen schenken. Ja, damit auch letztendlich diese ganz späten Anforderungswünsche und Änderungswünsche, dass die noch hochprofessionell und qualitativ hochwertig umgesetzt werden konnte. Aber es funktioniert. Viele tausend Projekte haben das heute bis heute bewiesen. In dieser Phase, Jahr 2000-Wende, Anfang der Jahr 2000er, habe ich dann das erste Mal die Bewegung rund um Agile, um Agilität kennengelernt. Das Thema Agiles Manifest 2001, also das Manifest für agile Softwareentwicklung, kam da für mich auf die Welt, also in die Wahrnehmung. Das haben wir später mal so erweitert in Manifest für agile Produktentwicklung, also etwas von der Software konkret, etwas erweitert gefasst und nochmal weiter Manifest für agile Ergebnis- oder Resultatentwicklung. Es gibt heute viele weitere Überlegungen, wie man dieses ursprüngliche Manifest für Softwareentwicklung in einem gegebenen Kontext auch anderweitig, also Manifest für Personalentwicklung, für Ausbildung und so weiter und so fort. Auch in dieser Phase, Anfang der Jahr
2000er kam für mich dann das Scrum-Framework in die Wahrnehmung. Ich bin irgendwann mal Scrum Master geworden, Certified Scrum Master. Und habe das dann auch in so einer, ja, wo sich das ganze Mindset quasi änderte von der klassischen Welt, dann auch mit aufgesogen. Ne? Also das Thema XP, das Thema Scrum, das Thema Agile, das Thema Kanban, Software-Kanban als Ableitung dann davon. Das war also so eine ganze Umbruchphase Anfang der Jahr 2000er Welt. Ja, und um die Frage zu beantworten, was bin ich mit dieser kleinen Herleitung? Heute kann ich sagen, bin ich eingeschworener agiler Mentor. Ich helfe gerne als agiler Auditor in der Bewertung und Betrachtung, Assessment so von agilen Projekten. Agiler Coach ist eine Thematik, Agile Transition Spezialist eine weitere. Das aber zusammengefasst kann man sicherlich darunter den Begriff Agile Evangelist zusammenfassen und beschreiben dann. Das heißt, ich bin so eine Art Prediger, agiler Wanderprediger. Ich bin Forderer des Themas Agilität. Und das führt auch dazu, dass meine Einstellung, mein Mindset, meine Haltung zu einem Motto geführt hat, was ich dann da gerne mit umschreibe. Agile as a Lifestyle. Das heißt, es geht nicht darum, nur rein Schema F-mäßig, checklistenartig, erstens, zweitens, drittens Agilität abzuarbeiten, sondern das Thema Agilität zu leben und zu verinnerlichen. Die Ursprungsidee, die Werte, die Prinzipien, dass man das verinnerlicht hat. Das färbt dann wieder auf das eigene Tun und auf die eigenen Projekte dazu. Nun am Ende nochmal auf diese Rateshow bei Heidos Berufsberatend zurückzukommen. Da ging es dann immer darum, wer bin ich? Und dann nochmal die Auflösung der anfänglichen Handbewegung. Ja, kommen wir nochmal zur Handbewegung. Das Skizzieren dann, so etwas herunterzeichnen. Wenn man mit einem Burn-Down-Chart arbeitet, da kommen wir sicherlich in der einen oder anderen Sprechstunde noch zu, dann versucht man so das Ende eines Sprints vorauszuberechnen. Wann landen wir quasi unten und haben den Sprint erledigt? Das ist so dieses Anlehnen eines Fadens oder sowas oder eines Lineals vielleicht an so eine Kurve, wo wir dann peu à peu die Features umgesetzt haben, die Stories bei Scrum. Ja, wer bin ich? Was kann man beschreiben mit einem Ruf und mit einem Kosenamen? Der Rufname, den viele kennen, ist Buffy. Buffy ist mein Rufname. Ich bin aufgewachsen am Flugplatz als 2-3-jähriger Knirps, so in den Anfang der 1960er Jahre. Die Familie flog, mein Vater, meine Onkels. Einer meiner Onkels war auch Fluglehrer. Einer meiner Fluglehrer. Dort habe ich den einen oder anderen Privatpiloten Flugschein gemacht. Und abgeleitet von meinem Familiennamen wurde ich doch damals als Knirps Buffy genannt. Das hat sich dann spannenderweise wiederholt, später in den Sportvereinen, ja, beim Studium, im Beruf, in den Teams, in den Projekten. Nach kurzer Zeit gab es immer so diesen Rufnamen Buffy. Und das auch spannenderweise, ich war dann irgendwann mal witzigerweise fast 2000 mm Körper hoch und hatte dann 100 und plus und mehr Kilogramm Kampfgewicht. Und trotzdem immer noch dieser augenzwinkernde Name, Hallo Buffy. Ja, kommen wir zu meinem Kosenamen, Dottore Buffy. Das fing Anfang der 1990er Jahre an, da hatte ich erstmals und seitdem immer wieder mit italienischen Partnern, Projekten, Projektumfeldern zu tun. Und damals schon bis heute haben dann die italienischen Kolleginnen und Kollegen immer so mit einem Augenzwinkern von, nicht nur von Buffy gesprochen, sondern von Dottore Buffy. Das wurde irgendwann zu einer Art Selbstläufer, dass ich dann irgendwann sogar im Rahmen von einer Vorstellungsrunde als Dottore Buffy vorgestellt worden bin, also ganz weg. Seit damals gibt es dann auch die Sprechstunden, teils legendär in den jeweiligen Umfeldern. Und das waren dann immer die Projektsprechstunden von und mit Dottore Buffy. Ja, als gebürtiger Rheinländer mit einem entsprechenden rheinländischen Augenzwinkern, den Möglichkeiten hier der Online-Medien, gibt es also ab sofort die Agile Quickies. Meine Sprechstunde für dich rund um agile Krankheitsbilder von und mit Dottore Buffy.
Ja, was nun alles für dich drin ist in diesen Sprechstunden, erfährst du gleich im zweiten Teil. Ich freue mich auf dich. Kommen wir zum zweiten Teil. Was ist denn nun drin für dich? Schön, dass du auch hier dabei bist. Was bietet dir meine Sprechstunde rund um agile Krankheitsbilder? Unbestritten, Agile Agilität ist en vogue. Es ist in, es ist hip, es ist modern. Aber ist es auch Status quo? Ich würde Nein dazu sagen. Im Detail warum, da werde ich mal in der einen oder anderen späteren Sprechstunde zu was sagen. Nur soweit. Leider wird Agile zu häufig kaum verstanden. Es wird nicht richtig umgesetzt und es wird auch nicht richtig gelebt. Das ist meine Wahrnehmung von einigen hundert Projekten. Man hört so Sprüche wie Agilität heilt alle unsere Probleme im Firmenalltag. Mit Agile wird hier alles viel besser. Mit Agilität werden wir doppelt so schnell. Wir müssen unbedingt agil werden und so weiter. Nur ein kleiner Ausschnitt. Warum setzt eventuell deine Firma auf Agilität, auf Agile? Setzt sie schon da drauf? Wenn, was ist oder wie ist dein agiler Alltag heute? Also zunächst mal ist Agilität, Agile sicherlich über das agile Manifest ganz einfach zu verstehen. Man merkt nur über die ganzen Projekte, dass es extrem schwierig zu meistern ist. Ja, Basis und damit auch Bezugspunkt für alle agilen Überlegungen, die man so anstellen kann, ist das agile Manifest von 2001. Da gibt es die Einleitung, wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selber tun und anderen dabei helfen. Das ist die Kernüberlegung. Da gibt es dazu ergänzend 4 Werte. Es gibt 12 Prinzipien. Und es gibt auch bewusst keine Praktiken, keine agile Praktiken. Auch dazu werden wir in der einen oder anderen Sprechstunde mal mehr erzählen. Und genau da ist die Krux jetzt. Leider wird Agile, Agilität kaum im Sinne dieses agilen Manifestes umgesetzt. Und wenn, oft nur sehr vordergründig, flapsig, meist halbherzig, insgesamt verwässert, meine Wahrnehmung. Im Alltag finden also kaum oder gar keine Gedanken zu dieser Einleitung. Wir erschließen bessere Wege. Dazu kommt man irgendwie gar nicht. Habe ich kaum gehört oder nie gehört eigentlich. So schon mal so vordergründig von den Werten und Prinzipien gesprochen dann. Was man immer hört, ist, wenn wir agil sind, ja, man konzentriert sich rein mechanistisch, Schema F-mäßig, checklistenartig, auf wir machen jetzt Agile. Erstens, zweitens, drittens. Und damit sind wir agil. Das ist Cargo-Kult. Da kommen wir auch mal in der Sprechstunde zu. Also wenn ich etwas rein mechanistisch mache, ohne Sinn und Verstand, ist ein bisschen böse jetzt gesagt, aber ohne dass ich die Kernidee, die dahinter steckt, letztendlich verstanden habe und umsetze, sondern wer macht das einfach so nach einer Schema-F-Geschichte. Aufgrund dessen, wie es dann so im Alltag gemacht wird, wie ich das so erlebe, ist es so, dass man, sobald man die ersten Schmerzen mit der Art, wie man dort agil arbeitet und lebt und vorgibt zu leben, dass man, sobald man die ersten Schmerzen spürt, ja, dass man sofort auf Widerstände stößt und man diesen Pseudo-Reflex dann verspürt, dass man mit den alten, bewährten Tugenden weitermacht. So bewährt waren sie ja gar nicht, sonst hätte man möglicherweise ja gar nicht in Richtung Agilität gearbeitet. Dann, ne? Also man hat so einen reflexartigen Rückfall auf alte, bewährte Tugenden dann. Also insgesamt für mich in der Empfindung, in der Wahrnehmung aller Projekte ist das Thema Agilität leider sehr oberflächlich interpretiert. Es ist damit zu einer Art Beliebigkeit verkommen. Das gilt auch leider für andere Sachen wie Scrum und Kanban. Das ist alles in so einer ganz oberflächlichen Art. Es wird leider zu jedem beliebigen Vorgehen, wird heute so das Thema Agile, Agil, Agilität ergänzt. Es wird als Überschrift benutzt. Es wird letztendlich als Marketing Effekt missbraucht. Alles ist irgendwie heute agil. Ja, damit wird Agilität zum Synonym für alles Moderne in der heutigen Arbeitswelt. Alles, was man heute an modernen Gedanken zur Arbeitswelt liest,
auch so Themen wie Augenhöhe. Da kann man Filme dazu gucken, Video ist eine eigene Bewegung, Intrinsify Me. Ja, das ist automatisch agil. Ne? Das ist irgendwie automatisch immer agil. Also unter allem wird irgendwie agil verstanden, es wird unter dem Begriff Agilität eingesammelt. Damit ist Agilität, Agile, so eine Art eierlegende Wollmilchsau. Ein Allheilmittel für alle unsere Probleme, die wir so im Alltag, im Firmenalltag haben dann. Das liegt möglicherweise auch an der Konnotation, die man so mit dem Thema agil jetzt rein vom Wörtlichen her begreift. Aus der damaligen Zeit 2001, als das Agile Manifest beschrieben und notiert wurde, da ist so überliefert, dass es mit einer Stimme Mehrheit nur in Richtung agil ging gegenüber adaptiv. Fast die Hälfte war dafür, dass man das Ganze adaptiv nennen sollte, und die andere Hälfte war dafür, agil zu nennen. Leider war damals die Softwareentwicklung schon mit einer eigenen konzeptionellen Sache unterwegs. Es gab schon adaptive Softwareentwicklung, sodass dieser Begriff irgendwie schon vorbelegt war. Und dann hat man sich leider für agil entschieden dann. Das ist für mich eine der, aufgrund der sprachlichen Interpretation, das, was auch im Duden da drin steht, was man landläufig unter agil versteht, ist das einer der großen Probleme, dass das alles so verwässert und so beliebig geworden ist dann. Ja, seit dieser Jahr 2000-Wende habe ich halt viele, viele agile Firmen oder Firmen und Organisationen kennengelernt, Einblicke haben können dann, die halt entweder zu Vorüberlegungen im Sinne von Agilität unterwegs waren, die schon ja ihre ersten Schritte hinter sich hatten, agil zu sein, oder die auch so richtig mitten in einem dicken, fetten Agile-Turnaround-Ansatz da unterwegs waren. In jüngerer Zeit, in letzter Zeit, habe ich dabei häufiger Agile-Transition-Maßnahmen kennengelernt, wo man ganz klar sagen kann, sie sind gescheitert. Also nicht nur, dass ich das sage, dass das Kollegen sagen, sondern dass die Firmen selber zu dem Entschluss gekommen sind, Agilität ist für das Unternehmen gescheitert. Es gibt so Überlegungen, dass man vielleicht nochmal so ein Gesamtreset macht, alles nochmal auf Null setzt und dann zum zweiten Mal beginnt. Bei der einen oder anderen Firma habe ich schon erkannt oder miterleben dürfen, dass es sogar zum dritten Mal begonnen wird dann. Ja, das Gefühl dazu, ich habe halt in viele hunderte agile Initiativen, Projekte, agile Vorhaben schon teils wirklich sehr intensiven Einblick gehabt. Ob das jetzt als Auditor des agilen Vorgehens so der Reifegrad-Einschätzung ist, ob als Agile Coach, Scrum Master, Product Owner, wie auch immer, Agile Transition Begleiter, Spezialist. Es waren Projekte dabei oder Vorhaben, da ist man vielleicht mit, sagen wir, bis zu 5 Teams unterwegs gewesen. Man hat dem Ganzen vielleicht ein Jahr eine Chance gegeben. Es waren wirklich große Sachen dabei, die mal begonnen hatten mit 3 Teams, wo wir heute so mit 50 und mehr, vielen mehr Teams unterwegs sind, die entweder nur Agile oder mit Scrum arbeiten, dann mit über 1000 Menschen in einer Organisationseinheit, in einer Business Unit, mit mehr als 100 Millionen Euro Budget, mehrjähriger Transition-Phase dann dabei. Was ich erlebt habe dabei ist, es gibt so typische Muster, die man immer wieder wahrnimmt. Bei jeder neuen Initiative gibt es immer wieder so fast die ähnlichen Muster. Irgendwann hat man sich halt dazu entschieden, man hat gesagt, so, wir sind jetzt irgendwann, wir wollen Agilität haben, wir wollen agil sein. Das kommt meistens so oder häufig so bei Projektschieflagen. Ein Projekt wird zu umfangreich, es ist nicht mehr überschaubar, es läuft irgendwie aus dem Ruder, terminlich gesehen, budgetmäßig, dann läuft es aus dem Ruder, die Ressourcen sind nicht mehr da, also Geld, Mitarbeiter als Ressourcen, in Anführungsstrichen jetzt. Die Qualität, die wird katastrophaler. Also irgendwie war das Thema, es ist eine Hoffnung im Sinne, dass man mit Agilität Projekte retten kann. Dann gibt es so, man könnte vielleicht sagen unprofessionelle Einzelfälle, aber ich meine das
ausdrücklich jetzt nicht polemisch. Es wird einfach ein Buch bestellt über Agile, über Scrum, über Kanban und so weiter. Es gibt ja unzählige davon. Und man legt einfach los, man liest ein paar Seiten, es liest sich einfach sehr smart und einfach. Und man glaubt da irgendwie so eine Blaupause zu finden. Man glaubt da Checklisten zu finden, dann werden Checklisten vielleicht erstellt. Es werden zusammengearbeitet, zusammengestellt, diese Checklisten. Das funktioniert ja nicht. Selten funktioniert das, also meine Wahrnehmung. Dann gibt es den Normalfall, das wird so aufgrund so einer möglicherweise Projektschieflage mal so auf die Schnelle der Projektleiter abbestellt. Hier, Egon, mach mal bitte eine zweitägige Ausbildung zum Certified Agile, zum Certified Scrum, irgendwas. Ja, mit der Idee, das Projekt zu retten, die Abteilung, die Prozesse zu retten. Auf jeden Fall die Jungs und die Mädels mal bitte zu diesem Thema Agilität zu sensibilisieren, zu motivieren, sie mal richtig agil zu machen. Ja, auch ob man da generell von, man kann damit Projekte retten, sprechen kann, erlebe ich auch zu selten. Dann gibt es hin und wieder so ein Muster, dass man halt zusätzlich noch einen agilen Coach mal sporadisch beauftragt für 2-3 Tage. Das muss irgendwie genügen, ja, da wird vielleicht auch nochmal für 2-3 Tage engagiert, aber das muss halt genügen, um die Organisation, die Firmenkultur zu agilisieren. Und dann gibt es natürlich dabei das Typische, der agile Coach ist wieder raus, der ist nicht mehr verfügbar und sofort auch als Reflex oder weil es halt sich noch nicht genügend intensiv verbreitet hat, das agile Mindset, man verfällt wieder in die alten Verhaltens- und Denkmuster. Also man ist auf dieser Ebene halt noch nicht wirklich agil. Man macht agil, klar, man hat so ein paar Elemente von Agilität übernommen, aber es ist beileibe nicht verinnerlicht. Man kann es auch nicht sagen, wir sind agil, sondern wir tun agil, wir machen agil. Also dieses Wort be agile, don't just do agile, so als Empfehlung, das ist noch nicht angekommen. Ja, das Ergebnis ist, man spricht davon, dass diese agile Initiative ja erodiert. Man spricht von agiler Entropie. Ne? Das zerfällt dann wieder in die alte Art, wie man vorher gearbeitet hat. Dann gibt es wieder ein Muster, ein typisches Normalfall möglicherweise. Man hat so nach vielen anfänglich euphorischen Vorhaben, agilen Umsetzungen, fängt man plötzlich an, selber rumzudoktern. Ja, man hat irgendwie die eine oder andere Baustelle, die identifiziert man, dann nimmt man mal so davon ein bisschen Agilität, da mal eine kleine Praktik, da mal ein bisschen was. Also im Sinne von Cherrypicking, ja, solange es nicht wehtut, nehmen wir das und sobald es anfängt weh zu tun, lassen wir es dann bleiben. Das sagen wir zu, das ist dieses typische Agile oder agiles Do-it-yourself. Ne? Wenn man so mit medizinischen Begriffen dort arbeitet oder das beschreibt, also so ein agiler chirurgischer Eingriff am offenen Herzen, das agile Rumstochen am eigenen Körper bzw. eigenen System, ja, funktioniert auch nicht so wirklich dann, ne? Zu selten, auch das habe ich da erlebt. Das Grundproblem oder eines der Grundprobleme ist dabei, dass der Wissensstand zum Thema Agilität im Sinne des agilen Manifestes, des wirklichen sich damit beschäftigen und die Bekenntnis dazu, dass der einfach zu gering ist. Ob das jetzt auf der Geschäftsführungsebene ist, auf der Managementebene oder ja letztendlich bei dem im Alltag, im operativen betroffenen Mitarbeitern. Auf Geschäftsführungsseite höre ich dann schon mal so Sprache an mich oder an die Kollegin, können Sie uns bitte mal agil oder Scrum verordnen innerhalb von 3 Monaten. Können Sie es in 3 Monaten einführen hier. Aber dabei übernehmen Sie bitte auch noch die Rolle des Product Owners. Ne? Ja, das ist so. Wenn der Projektleiter darüber spricht, hört man so ganz üblich, im Daily Stand-up frage ich einfach jedes Teammitglied der Reihe nach ab, was es denn so gemacht hat. Aber trotzdem scheint es Agilität bei uns irgendwie nicht zu funktionieren.
Das ist dieser Klassiker, dass man das Daily als Status-Meeting missbraucht oder mit alten Tugenden nur anders benennt, dann als ein Status-Meeting. Ja, auf der Ebene der Teammitglieder hört man dann solche Sachen wie, wir haben ja jetzt diese Boards und ich nehme da immer mal so einen ganzen Pack, so einen ganzen Packen von Tasks auf meinen Schreibtisch und arbeite die zack, 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 agil, einer nach dem anderen halt ab dann, ne? Dass die anderen dann möglicherweise mitarbeiten wollen als Team oder blockiert sind, weil dann diese ganzen Zettel noch nicht fertig sind vom Kollegen. Das hat man dann momentan möglicherweise noch nicht so im Blick dann, ne? Ja, da gibt es einen Begriff für, man spricht von dem Dunning-Kruger-Effekt. Das ist eine Spielart kognitiver Verzerrung. Da ist also jeder irgendwie von betroffen. Das ist eine Tendenz, wenn man in einem bestimmten Thema noch unerfahren ist, dass man diese Unerfahrenheit, dass man über diese Unerfahrenheit das eigene Können zu diesem Thema aber überschätzt. Und das Expertenwissen, die Kompetenz des Experten unterschätzt. Das gilt also für alle Wissensdomänen, nicht jetzt nur bei Agilität und Co. Immer wenn man in einem Thema fachfremd ist, hat man diese kognitive Verzerrung. Das habe selbstverständlich ich genauso. Wenn ich in einem Thema nicht fit bin, dann meint man auch, das ist doch easy, das ist doch einfach. Und je mehr man sich dann einarbeitet oder je mehr ich mich dann einarbeite, merke ich, boah, das wird ja immer komplexer, das Thema. Ne? Ja, dann gibt es weitere Muster. Jetzt sage ich mal so langsam, um in die Richtung Medizin nochmal zu kommen, das sind eher so Krankheitsbilder. Wir haben ja gesagt, das ist eine agile Sprechstunde über agile Krankheitsbilder. Ja, also so typische Beispiele von agilen Krankheitsbildern, die du möglicherweise auch schon kennst oder die du in deiner Firma schon erlebt hast, unter denen du möglicherweise auch leidest oder ihr in der Firma leidet, wie ihr dort agil arbeitet. Also eines der ersten typischen Krankheitsbilder, eine betriebliche Entzündung kann man sagen, das sind so diese Stichworte Planlosigkeit. Wir sind jetzt agil und wir planen ja jetzt nicht mehr. Das ist wie so ein Entzündungsherd, macht sich das breit. Darauf gibt es dann dieses Thema Aktionismus, dass man jetzt agil ist. Man kann ja jetzt alles ad hoc machen, auf die Schnelle machen. Die damit verbundene Hektik stellt sich ein. Also man wird dann quasi darüber krank. Eine andere Thematik, ja, wir sind jetzt agil. Wir machen ja bei Agilität keine Dokumentation mehr, weil man das agile Manifest nicht richtig verstanden hat. Da steht zwar irgendwas von weniger als Dokumentation, aber das wird halt dann gerne im Alltag oberflächlich umgewidmet in gar keine Dokumentation mehr. Dann wird es da mit dieser eigentlichen Wortbedeutung, wir sind ja jetzt agil, kokettiert und damit quasi alles erklärt, warum man jetzt so planlos, undokumentierend, ad hoc und hektisch unterwegs ist dann. Es ist interessant, wie hartnäckig sich diese Art von Eindruck in Richtung oder Meinung zum Thema Agilität hält. Das ist also erschreckend. Mit einem Augenzwinkern an die Medizin könnte man dazu sagen, das ist eine entweder akute oder schon chronische Agilitis, die sich dort eingestellt hat. Ein weiteres Krankheitsbild, das ist die sogenannte agile Überforderung. Also vielleicht leidest du ja da schon drunter oder deine Kolleginnen und Kollegen an schleichender agiler Überforderung. Also trotz dessen ihr jetzt agil unterwegs seid oder sogar gerade weil ihr jetzt mit Agile unterwegs seid, kommen immer mehr Aufgaben in immer kürzerer Zeit rein. Ihr habt vielleicht eine Aufgabenliste oder habt einen Backlog, das quillt irgendwie über. Es gibt einen immensen Termindruck, weil man ja jetzt auch in kurzen 1, 2, 3 Wochen Sprints iteriert. Das heißt, dieser Termin, der kommt immer gefühlt schneller auf einen zu gegenüber früher, wo man mal so nach einem halben Jahr geguckt hat, wie weit man ist. Das führt zu einer gefühlten permanenten Überlastung. Nicht nur gefühlt, viele sind tatsächlich auch überlastet. Man hat keine Erholungsphasen mehr, gerade wenn man sprintet und der eine Sprint zu Ende ist, wird sofort der nächste Sprint wieder gestartet. Also da so eine gefühlte Erholungsphase, dass man mal was schnaufen kann, mal kreativ sein kann, das wird irgendwie nicht ermöglicht. Und damit gibt es so ein Gefühl, dass man
den Sprint und den zweiten und den nächsten Sprint irgendwie zu einer Art Marathon empfindet und man permanent auf so einer Überlastungssituation ist. So als wenn wir halt permanent mit 250 über die Autobahn jagen. Das kann man mal eine Zeit lang machen, aber wenn man das dann von hier, was weiß ich, von Köln nach München versucht, dann ist man in München irgendwann fertig, wenn einem nicht vorher schon der Unfall vorher schon eingeholt hat. Ja, ich höre persönlich auf so einer Flurfunkebene oder in persönlichen Gesprächen dazu auch immer wieder die Worte und in jüngerer Zeit häufiger, das muss gar nicht was mit Modeerscheinungen zu tun haben, sondern ich höre es wirklich, dass man von Burnout spricht. Ich höre dazu die Wörter Hamsterrad. Man ist permanent in diesem Hamsterrad, ein Sprint jagt den anderen. Es ist so ziellos. Ne? Man hat so man bekommt so das gesamte Bild nicht mit, sondern man arbeitet eine Anforderung, ein Feature nach der anderen, arbeitet man einfach herunter. Früher hat man schon im klassischen Projektmanagement vom Todesmarsch geschrieben. Dann, ne? Also auch da mit dem Thema Agilität kommt das immer häufiger so auf die Flurfunkebene. Das heißt, euer agiles Vorgehen, was ihr möglicherweise schon habt, eure Organisation, die ihr agilisieren wollt, die hat immer mehr Fehlfunktionen. Ihr schafft es irgendwann mal nicht mehr, diese Fehlfunktionen von den Sachen, die ihr selber als agil eingeführt habt, dass das ausgeglichen werden kann. Das System schwingt über. Auch da wieder mit einem Hinweis in Richtung Medizin könnte man sagen, das ist eine progressive, agile Dekompensation. Das heißt, es ist eine fortschreitende Systemstörung durch den Wegfall von der Ausgleichsfunktion. Das wird immer weniger ausbalanciert. Ein weiteres Krankheitsbild, ein agiles Krankheitsbild, die sogenannte agile Verstopfung. Neue Anforderungen verstopfen permanent eure Produkt- oder Softwareentwicklung, auch leider immer wieder zu beobachten. Man hört so ganz häufig, alles ist gleich wichtig, alles ist Prio 1. Ob man das jetzt von einem Stakeholder hört, ja, meines ist es Prio 1, der nächste Stakeholder sagt genauso, das ist Prio 1. Ob das der Produktmanager sagt, der arme Product Owner, jetzt bei Scrum, der versucht das irgendwie in bestimmte Priorisierung reinzunehmen. Wenn er selber dann ans Team auch weitergibt, ist es eigentlich egal, was ihr abarbeitet. Es ist alles Prio 1, es muss sowieso alles morgen fertig sein. Es ist nicht mehr transparent, warum etwas jetzt auf Prio 1 ist. Welcher Business Value ist mit dem Feature, was da umzusetzen, in verbunden? Hat das eine Feature jetzt, haben die alle den gleichen Geschäftswert oder gibt es da durchaus unterscheidbare Kriterien, warum das eine Feature mehr Wert hat als ein zweites? Oder bei der Umsetzung eines Features gibt es doch ein Risiko? Oder wenn wir das Feature nicht umsetzen, ist ein Risiko damit verbunden, ne, weil wir irgendwelche gesetzlichen Termine nicht einhalten. Oder. Ne? Es kommt also immer mehr zu Anforderungen, die in das Backlog reinkommen, intransparent, wie ich gerade sagte, ohne Erkenntnis, warum sie da so reinkommen, in welcher Reihenfolge sie abzuarbeiten sind, weil sie alle irgendwie oben on top 1 stehen. Euer Backlog wird immer lang und länger. Dazu gesellen sich jetzt Sonderaufgaben, die ja ganz wichtig noch dazwischen geschoben werden. Damit sind eigentlich die Planung, die ihr macht, was kam, die Sprintplanung, die sind irgendwie sinnlos. Ne? Man braucht es eigentlich gar nicht, wenn sowieso dann immer noch während iteriert oder sprintet, dass einem da permanent noch so wichtig Aufgaben zwischengeschoben werden. Ja, da gibt es wieder eine Gegenbewegung zu und einen Gegensatz. Es werden immer weniger Funktionen vom Entwicklungsteam oder von eurem Entwicklungsteam umgesetzt. Es wird immer weniger fertig. Also wirklich fertig. Nicht jetzt dieses, wir sind im Prinzip fertig, aber wir müssen ja, die Tests müssen wir irgendwie noch machen, die End-to-End-Tests waren noch nicht dabei und die Integrationstests, da sind wir leider noch nicht zugekommen, das machen wir dann nächste Woche. Die Doku ist noch nicht fertig, also der Teil an agiler Dokumentation, den man noch sinnvoll macht, der ist noch nicht fertig. Aber wir fangen natürlich nächste Woche schon mit dem Sprint wieder an und dann sind wir mit dem Sprint noch nicht fertig und müssen noch die Restarbeiten des Vorgängersprints machen und dann kommt der Folgesprint schon wieder in eine Schieflage.
ja, und so weiter. Ne? Das führt dann wieder dazu, dass die Qualität immer schlechter wird. Also sowohl die äußere Qualität, die der Kunde wahrnimmt, also das Thema irgendwas, Zuverlässigkeit, Stabilität, die eigentliche Funktionalität, dass das Produkt auch wirklich das macht, was es machen soll. Also es werden immer Fehler, über Fehler werden immer größer. Ich habe da mal in einem speziellen Projekt Fehlerlisten gehabt, da haben wir uns mit Top 500 Bugs auseinandergesetzt. Wir haben uns da wöchentlich in so einer Art Taskforce-Meeting zusammengefunden und haben die Top 500 Bugs, Fehler versucht, ja, irgendwie in den Griff zu kriegen. Also wir haben die Symptome, nicht die Ursachen halt letztendlich gedacht, zum Thema gehabt dann. Ne? Neben der Äußeren gibt es die innere Qualität, die innere Produkt- und Softwarequalität. Das ist nur so ein Beispiel. Technische Schulden kann man da herausnehmen, ne? Oder Architekturversäumnisse. Die fehlende Skalierbarkeit, die man dann möglicherweise, weil man architekturell Versäumnisse hatte, die Codequalität ist nicht mehr so, wie sie sein sollte. Diese Software-Craftsmanship-Bewegung, also diese eigene professionelle Einstellung zum Codieren, zum Testschreiben, die ist möglicherweise, diese Innerqualität ist nicht da. Dann leidet damit wieder die Anpassungsfähigkeit des Produktes, der Software. Feature, die zu verändern sind, dieser Veränderungsaspekt, der dauert sehr, sehr lange, weil das Produkt, die Software nicht so entwickelt worden ist, dass sie auch änderbar ist. Oder neue Feature, neue Anforderungen an das Produkt werden gigantisch aufwendig. Je älter das Produkt wird, wird es immer komplizierter, diese weiteren neuen Anforderungen da reinzubringen. In der Gesamtwürdigung führt das Ganze, dass man sich in so eine Art Firefighting-Modus, also nicht als Ausnahme, sondern so als in der Normalität befindet. Man kann schon mal in einer Firefighting-Situation machen. Es gibt immer mal Gegebenheiten, wo man dann firefightend eingreifen muss. Aber plötzlich ist das ganze Produkt in so einem Firefighting-Modus. Und das ist der Normalzustand. Da wird doch irgendwie gar nicht mehr drüber nachgedacht. Man arbeitet permanent in so einer Firefighting-Situation. Dann ergeben sich daraus wieder Frustrationen auf der Kundenseite. Ich hatte eben davon gesprochen, dass die äußere Softwarequalität, Produktqualität nicht gegeben ist. Bei euch im Entwicklungsteam, bei euren befreundeten Abteilungen und Stakeholdern und Mitarbeitern ergeben sich Frustpotenziale. Auf der Management-Ebene die KPIs, die verschlechtern sich. Auf Team-Ebene die Bugrate steigt halt. Ne? Die mit Scrum, die Velocity, die sinkt. Die Mitarbeiterfluktuation, die steigt. Diese Churn-Rate wird immer größer und so weiter und so fort. Ja, summa summarum, ich habe jetzt viele Sachen geschrieben, eure Entwicklung stockt. Also trotz agilem Vorgehens oder gerade weil ihr mit Agilität unterwegs seid neuerdings, es ist sogar blockiert, wie so ein Stau auf der Autobahn. Man hat immer Anforderungen, irgendwann sind genügend viele Autos auf der Autobahn, dann gibt es automatisch den Stau. Das ist da ganz normal, das erkennt man auch, aber im normalen Alltag, Entwicklungsalltag, will man das nicht wahrhaben. Da kann man sich auch wieder einen Begriff aus der Medizin ableiten, das ist die sogenannte chronische agile Obstipation. Also eine anhaltend und auch krankhafte agile Verstopfung. Ein Krankheitsbild kennt ihr auch, das sind die schwergewichtigen Prozesse. Also obwohl jetzt agil unterwegs sind, die schwergewichtigen Prozesse, die es früher schon gegeben hat, die bleiben leider. Sie werden sogar noch mehr, sie vermehren sich. Sie sind nicht mehr die Ausnahme, wie man das vielleicht erhofft hat, sondern es ist auch da ganz normaler Alltag, dass man mit schwergewichtigen Prozessen zu tun hat. Die haben ja irgendwann mal schließlich Geld gekostet. Ne? Da war sicherlich mal ein, sagen wir mal, Mac-X-Unternehmen, ein Beratungsunternehmen, über viele Monate bei euch Unternehmen unterwegs. Das hat viele Millionen gekostet. Die haben eine neue Prozesslandschaft aufgespannt und erarbeitet. Die wurde euch dann ja zum Leidwesen aller per Order Mufti angeordnet. Ihr ertrinkt in diesen Prozessen. Thema, ja, war ja vor kurzem erlebt, Antrags- und Formularflut. Ne? So dieser Klassiker, eigentlich ein winziges Problem, aber ein Indikator von nicht agilem Vorgehen.
Man will einen neuen PC ordern. Ne? Eine ganz banale Geschichte. Man muss dann die Termine mit der Haustechnik organisieren. Man muss die Termine mit der IT-Technik organisieren. Die Programme müssen wieder installiert werden mit der automatischen Softwareverteilung. Die müssen angestoßen werden. Die Zugriffsrechte, die ihr über Jahre ja entweder auf dem offiziellen oder kleinen Dienstweg für bestimmte Funktionalitäten dort hattet, die müssen wieder mühsam errichtet werden. Die Skripte, die Einstellungen, die ihr hattet, den Zugriff auf die Businesspläne, auf sonstige Informationen, Entwicklungsdokus. Ihr habt plötzlich zwar Zugriff auf die Netzwerklaufwerke, aber vielleicht nur lesend, müsst aber auf bestimmte Sachen auch schreibend darauf zugreifen können. Ihr könnt euch mal auf alle Seiten im Internet und so weiter. Es ist ein riesiges Zuständigkeits-Ping-Pong, ein gefühlt unendlicher langer Vorgang. Ein Entwickler jetzt in einem Versicherungskonzern hat mir neulich mal dazu erzählt, also unsere Bürokratie, auch jetzt neuerdings mit Agile, mit dem agilen Vorgehen, blockiert vollkommen meine Ideen und Kreativität. Ich bin als Entwickler schließlich mal für diese Ideen und Kreativität angestellt worden. Das ist meine Aufgabe, da werde ich für bezahlt. Aber das frühere und jetzt noch das zusätzliche agile Vorgehen, das bringt mich noch um den Verstand. Ja, diese Prozesse, diese schwergewichtigen, führen dann dazu, dass eine Ewigkeit vergeht, bis überhaupt mal ein Fehler beseitigt ist. Ich hatte eben ja schon mal von diesem Top 500 gesprochen, aber auch durch die ganze Prozesslandkarte, die man so hat, die man bedienen muss, die man ja per Order Mufti aufoktroyiert bekam, die führt dazu, dass man halt irre lange Zeiten benötigt, bis Fehler beseitigt werden. Also gerade je größer der Konzern wird, desto mehr kann man dieses Lied halt singen dann. Verbesserungen, die man mal identifiziert hat, ob es jetzt Lessons Learned sind, ob es Retros sind, bis diese Maßnahmen mal auf den Weg gebracht werden, bis sie mal ziehen, bis sie mal Traktion bekommen, vergehen unendlich lange Zeit. Oder sie versanden sogar. Sie versanden regelmäßig. Also man hat sehr viel Mühe in Maßnahmen reingesteckt und sie versanden einfach. Auch da hat es mir mal so ein Vice-Präsident von einem internationalen Medienkonzern in so einem Vier-Augen-Gespräch gesagt, wir sind Weltmeister im Maßnahmen erkennen, aber wir sind genauso Weltmeister im Maßnahmen nicht umsetzen. Unsere Prozesse, die wir haben, erdrücken uns einfach. Ja, es dauert also insgesamt gefühlte Jahre, bis neue Produkte und neue Features umkommen. Das ist ein weiterer Aspekt dann davon. Das Stichwort Time to Market, was alle Welt heute möglichst kurz haben möchte, die Lead Time. Die sind einfach zu lang, bis dann mal ein Produkt, ein Feature auf die Welt kommt. Das Ganze kann man zusammenfassen mit einem Bild. Nehmen wir mal so einen dicken, fetten Tanker, so einen Öltanker. So fühlt sich eure auch agile Firma an. Also früher fühlte sie sich schon an, jetzt mit Agilität genau noch oder noch viel, viel mehr. So einem Öltanker inne liegt auch, dass wenn man dann eine Kurskorrektur macht oder sogar eine Vollbremsung, dass der halt noch kilometerlang oder jetzt eure Firma Monate oder Jahre lang auf dem alten Kurs bleibt. Man hat zwar so einen kleinen agilen Außenborder angeschafft, man hat eine Initiative geschaffen, aber der kürzt sich da zu Tode. Das ist also alles andere als agil. Auch da wieder mit so einem Lächeln an die Mediziner spricht man von chronisch agiler Adipositas. Also eine zunehmend kranke, agile Übergewichtigkeit. Ja, das mal so als Beispiel. Mein Resümee seit jetzt inzwischen der Jahr 2000-Wende. Agilität, Agile funktioniert. Ganz dickes, fettes Ausrufezeichen. Wie ein Kollege dazu, Agile Coach dazu sagte, wenn man es denn richtig macht und wenn man ein ehrliches Commitment seitens der Auftraggeber, der Sponsoren dafür hat. Agilität funktioniert. Das habe ich aber leider bei weniger als 10% der agilen Initiativen und Vorhaben in den letzten 15 Jahren und mehr kennengelernt. Also die dortigen gelebten agilen Prinzipien, die Werte, die Idee, wie man dort agil im Alltag lebt und umsetzt, das waren weniger als 10%, wo es wirklich erfolgreich funktioniert hat, wo man erfolgreich die Probleme, die man seinerzeit erkannt hat, mit adressieren konnte und auch wegbekam.
dass man sie nachhaltig wegbekam. Nicht nur so ein kurzes Vorübergehen, ja, wir haben da irgendwie eine kleine kosmetische Änderung gemacht, das war auch toll, und dann geht es dann weiter und man hat doch wieder die alten Probleme auf der Tapete. Stichwort agile Entropie, wo wir eben drüber sprachen. Ne? Das heißt, es zerfällt wieder das System. Ja, wenn man weniger als 10%, das heißt auf der anderen Seite, dass mehr als 90% nicht funktioniert haben oder irgendwo in so einer Graustufe von ein bisschen funktioniert haben oder gar nicht funktioniert haben. Und leider unnötigerweise, weil ich habe es erlebt, dass es funktioniert. Man hört so diese Klassiker, bei uns funktioniert halt Agile nicht, ne? Wir sind dafür nicht gemacht. Oder bei uns funktioniert, wenn man es jetzt mit Scrum spricht, bei uns funktioniert Scrum halt nicht. Bei uns funktioniert die Kanban-Initiative nicht. Oder wenn sie funktioniert, wurde sie nur so eher auf einer kurzfristigen Ebene gelöst. So eine ja, lokale Optimierung, aber nicht so auf einer System-Thinking-Ebene, dass man so das Gesamtbild dann ersetzt. Also dieses gesamtheitliche, ganzheitliche. Bei ein, zwei Teams ja, aber sobald es dann in Richtung Abteilung, in Richtung Bereich geht, ja, schon deutlich weniger. Das Management fühlt sich zwar als Auftraggeber, als Sponsor der Sache verpflichtet, aber nicht, nee, das Management selber bleibt so, wie es halt früher war. Die wollen nicht agil werden. Oder so diese gesamte Wertschöpfungskette. Vom Anfang die Kundenanforderungen kommt rein, dann geht es, was weiß ich, über den Vertrieb, über den Verkauf, über den Einkauf, über die Produktentwicklung, über ja, was alles so in einem Konzern in der Wertschöpfungskette so angebracht ist, bis dann später der Kunde rauskommt. Dieses Lokal, ja, auf den kleinen, da wird viel Initiative und Engagement und Geld reingesteckt, aber das Gesamte dann wird dann leider nicht betrachtet. Entsprechend sind die Resultate nicht positiv dann. Ja, da gibt's auch so fünf übliche Punkte, die man da zu diesem Warum identifizieren kann. Warum ist man dann nicht erfolgreich? Also warum gibt es diese mehr als 90% nicht erfolgreicher agiler Initiativen und Vorhaben? Ja, es gibt einer der Kernpunkte, es gibt eigentlich keine Voruntersuchung. Ich sagte eingangs, Agile ist en vogue, wir machen es agil, so als Allheilmittel. Aber es gibt keine Voruntersuchung. Die Vorgeschichte des Unternehmens wird nicht analysiert, in Betracht gezogen. Welche Probleme und Herausforderungen gibt es denn überhaupt, die wir haben? Wie sind denn unsere Menschen, unsere Mitarbeiter, wie sind die denn im Unternehmen eingebunden? Was muss man da machen? Wie sieht die Kultur aus, die wir jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hier aufgebaut haben? Wie sehen denn unsere Produkte, unser Markt aus, unsere Kunden? Wie hat sich das zeitlich entwickelt? Medizinisch gibt es diesen berühmten Begriff Anamnese dazu. Wird leider nicht oder ganz selten gemacht. Ja, also dieses, ob man dann tatsächlich nach so einer Anamnese in Richtung Agilität, in Richtung Scrum, whatever geht, so eine Art Pro- und Contra-Betrachtung, wie kann uns denn Agilität oder Scrum und Co. überhaupt helfen? Dafür brauchen wir vorher eine Anamnese, ne? Also eine Voruntersuchung. Dann der zweite gravierende Teil, die Menschen, unsere Mitarbeiter im Unternehmen, die wurden einfach nicht mitgenommen. Es wurde ihnen auch wieder so in so einer Order und Muff die Idee, wurde ihnen das Thema Agilität verdonnert, aufoktroyiert. Ne? Es wurde ihnen zu wenig erklärt. Wir machen ab morgen, in Anführungsstrichen, wir machen ab morgen Agile hier. Die Ängste, die die Menschen mit ihrer Position haben, ihrer Karriere, die werden, was ist mit meinem Job jetzt, wenn wir jetzt agil unterwegs sind? Gibt es meinen Job überhaupt dann noch? Oder was werde ich denn morgen im Unternehmen jetzt machen? Das wird einfach nicht genügend intensiv adressiert. Es sind halt keine Maschinen, es sind Menschen mit der ganzen Gefühlslage. Dann ist ja der dritte Punkt, dass der Blick in Richtung Agilität einfach zu kurz ist. Es gibt keine mittel- und langfristigen Zielüberlegungen da. Die Strategie, agil zu werden oder eine Vision im Unternehmen und nicht nur eine Vision, die irgendwo im Hauseingang mit großen Buchstaben auf die Tapete gemalt ist, sondern eine gelebte Vision da. Ne? Einer der fünf Gründe. Dann wird leider nicht beachtet als vierter Grund, ja, auf der Ebene von
den Auftraggebern, von den Sponsoren, von den C-Level-Managern, vom Management, Agile und Scrum und Co. einzuführen, ist kein Projekt, so wie wir das mal gelernt haben im klassischen Definitionssinn eines Projektes. Es gibt keinen fixen Liefertermin, zu dem das Projekt fertig umgesetzt ist. So eine Einführung, das ist ein Weg. Es ist ein Weg von vielen unzähligen Experimenten. Experimente, die individuell auf die, ich hatte es eben, Menschen, auf die Kultur, auf den Markt, die Produkte, das auf das Unternehmen abzustimmen ist. Das ist ein letztendlich lebenslanges Lernen, was wir dort haben. Ein permanentes, sich ständig verbessern, Identifizieren von Maßnahmen. Es ist letztendlich eine Lifetime-Initiative. Ja, und der fünfte, der letzte, last but not least Punkt ist der agile Anspruch, das agile Verständnis und dadurch die Wirklichkeit, die agile Wirklichkeit. Die liegen leider Lichtjahre auseinander. Das heißt, es ergibt sich dann dadurch, dass man über diese Art von agiler Einführung, dass die Probleme nicht selten sogar sich verschärfen. Dass die vorher da waren, deshalb hat man ja mal Agilität machen wollen, wenn man es verbessern wollte. Und dann hat man Agilität eingeführt und es hat sich sogar noch verschlechtert. Hat es also verschlimmbessert, um so nett zu sagen. Und dann gibt es diesen typischen Reflex wieder auf der Management-Ebene. Wir brauchen mehr Kontrolle. Das ist das Übliche. Back to the roots, aber eigentlich eher in dem Sinne zurück zu den alten, zu den früheren Übeln, die wir hatten dann. Es ist also kein ehrliches Bekenntnis, was aber notwendig ist für solche Veränderungen passiert. Ja, soweit mal ein kleiner, im Detail vielleicht ausführlicher Überblick, um so einen Ausschnitt aus einer Themenlandkarte für unsere zukünftigen gemeinsamen Sprechstunden, die wir hier demnächst mal abhandeln können. Ich werde also seit vielen Jahren immer wieder angesprochen zu den von eben geschilderten Themenbereichen, zu anderen agilen Krankheitsbildern, ob ich da mal einen Ratschlag zu hätte. Ich werde auch zu dem einen oder anderen im Sinne einer im medizinischen Bild jetzt zu bleiben, mobilen Ambulanz vor Ort gerufen. Das ist eine Ambulanz, die in jüngerer Zeit sich also häufiger so als Notfallambulanz entpuppt oder anfühlt. Es sind direkt wirklich Erste-Hilfemaßnahmen notwendig. Es sind langwierige Reha-Verfahren notwendig, um das Ganze wieder in Anführungsstrichen auf den Kurs zu bringen. Vor allen Dingen, um es auch langfristig auf eine Leistungsfähigkeit hinzubekommen und dass man auch langfristig erfolgreich werden kann. Ja, soweit. In dem jetzt gleich kommenden Teil, in dem dritten Teil, erfährst du dann, was du jetzt nun konkret machen kannst und wie es jetzt für dich dann weitergehen könnte. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Kommen wir zum dritten und zum abschließenden Teil. Was kannst du nun machen? Wenn du, wenn deine Kolleginnen, deine Kollegen, wenn dein Chef, wenn ihr Fragen zum Thema Agilität habt, zum Thema Scrum, zum Thema Kanban, Lean und so weiter, was sich also irgendwie grob in dieses Umfeld agil nicht nur unterzuordnen kann, sondern dass es irgendwie thematisch dazugehört. Dann würde ich sagen, einfach her damit. Hier unten findest du Kontaktmöglichkeiten, wie du deine Fragen loswerden kannst. Ich würde deine Fragen sehr gerne einfach aufnehmen, würde sie gerne mit meinen Erfahrungen, mit meinen Gedanken, mit Anregungen verknüpfen. Und vielleicht kann ich dir sogar die ein oder andere konkrete Antwort auf deine Frage geben, zumindest aber in Richtung eines Impulses. Ne? Meine Idee, meine Vision mit den Agile Quickies ist es, für dich eine Sprechstunde zu schaffen, die rund um dieses Thema agile Krankheitsbilder dir halt so früh wie möglich eine erste Einschätzung geben kann, eine vielleicht grobe Diagnose zu deiner Frage,
ein paar Impulse, ein paar Good Practices, Tipps und Tricks, vielleicht auch die ein oder andere Reha-Empfehlung, ja, und vieles weitere mehr. Die Idee ist es, dass du hoffentlich zu den eben zitierten 10%, knapp 10% künftig gehörst, wo du mit dem Thema Agilität auch erfolgreich sein kannst. Deinen oder du mit deinem Unternehmen, wo du arbeitest, dass ihr einen sehr individuellen, aber erfolgreichen Weg finden könnt, agil zu sein, und wie ihr diesen Weg halt dann erfolgreich beschreiten könnt, vor allen Dingen, wie ihr diesen Weg nachhaltig erfolgreich hinbekommt. Ja, aufgrund meiner Eindrücke, die ich so als Gründer und Mitgründer diverser agiler Community-Eventreihen hatte, als Gründer von lokalen Scrum-Tischen, als Gründer von Lean Coffees, es sind mir zwei Punkte wichtig, künftig, jetzt hier in dieser Sprechstundensituation. Einmal in Anlehnung an den agilen Wert, Individuen und Interaktionen schätzen wir mehr als Prozesse und Werkzeuge. Und ja, angelehnt an den agilen, an das agile Prinzip, die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines, ja, Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Also diese beiden Punkte führen zur Thematik Kommunikation und Austausch, ist extrem wichtig, damit wir gemeinsam erfolgreicher werden können. Und jetzt hier zu der Thematik Sprechstunde heißt das, dass ich zu der einen oder anderen Sprechstunde ja entweder dich persönlich oder meinen agilen Kollegen einladen werde und wir werden dann dein Thema konkret hier diskutieren. Ein zweiter Punkt ist mir sehr wichtig, das ist das Thema Timeboxen. Das hat jetzt hier in dem langen Intro noch keine Relevanz gehabt, aber für die künftigen Sprechstunden wird das so sein. Timeboxen heißt fokussieren, sich auf einen ganz konkreten Punkt hin fokussieren. Angelehnt an die Lean Coffees, die ich bisher, und die ja, hunderte Lean Coffees inzwischen, die ich begleiten durfte, wird es also eine Timebox von 10 Minuten für ein Thema geben. Ja, und wenn das Thema dann in diesen 10 Minuten nicht erschöpfend behandelt worden sind, erschöpfend in dem Sinne, was man in so einer Sprechstunde erschöpfend besprechen kann, dann werde ich vielleicht nochmal einen Nachschlag von 5 Minuten im Lean Coffee-Sinne draufgeben. Ja, nach dem Motto, gute Ideen sind kostenlos, schlechte umsonst, bekannter Spruch, ne? Meine Sprechstunden sind für dich natürlich kostenlos hier, ne? Also, wie sagt man so schön, pro bono. Was kannst du jetzt noch tun? Am besten erzähl es einfach rum, erzähl einfach oder berichte hier von den Agile Quickies, dass es jetzt hier eine Sprechstunde rund um agile Krankheitsbilder geben wird. Erzähl deinen Kolleginnen und Kollegen davon, vielleicht auch deinem Chef mal. Umso mehr Fragen wir hier zusammen bekommen, umso mehr Betroffenen können wir vielleicht Antworten geben. Die können davon profitieren und umso mehr gesunde agile Unternehmen und Mitarbeiter könnte es künftig geben. Wie eben schon mal gesagt, gemeinsam sind wir erfolgreicher. So, zum Abschluss unsere erste agile Sprechstunde möchte ich auch nochmal mit so einem Augenzwinkern abschließen, also mit so einem kleinen agilen Witz vielleicht. Kommt ein agiler Projektleiter zu einem ja, mir bekannten Agile Coach, ne, und sagt, Doktor, ich kann in die Zukunft schauen. Seit wann haben Sie das denn? Sagt der Doktor. Seit nächstem Dienstag. Ja, in diesem Sinne meine Empfehlung an dich. Sei vorsichtig. Agile Selbstmedikation kann für dich und deine Kolleginnen und Kollegen, aber auch für die Produkte und Projekte, letztendlich für deine Firma, sehr ungesund sein. Es kann sogar irreversible Schäden verursachen. Für Risiken und Nebenwirkungen frag bitte immer den Agile Coach und Berater deines Vertrauens. Also, bis zur nächsten Agile Quickie Sprechstunde, deiner Sprechstunde rund um agile Krankheitsbilder mit Diagnosen, mit Empfehlungen, mit Tipps und Tricks für gesunde und erfolgreiche agile Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Ich freue mich auf dich. Ciao, dein Dottore Böffi. Thank you.